3. Hören. Teil 1. Sie hören 4 Ansagen. Zu jeder Ansage gibt es eine Aufgabe. Welche Lösung A, B oder C passt am besten? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 1 bis 4 auf dem Antwortbogen. Beispiel. Guten Tag, Herr Yildirim. Hier ist die Zahnarztpraxis Dr. Kuhn. Herr Yildirim, Sie waren vorgestern zur Behandlung bei uns, hatten aber Ihre Versichertenkarte nicht dabei. Bitte bringen Sie die Karte in den nächsten Tagen bei uns vorbei. Ihr nächster Termin ist ja am 1. Februar. Vielen Dank und auf Wiederhören. Nummer 1. Liebe Fahrgäste, wegen Bauarbeiten halten die Züge der Linie U1, U2 und U8 heute nicht am Südbahnhof. Fahrgäste mit Fahrziel Südbahnhof nehmen bitte die U-Bahn bis zur Haltestelle Schweizer Straße und steigen dort in die Buslinie 122 um. Wir bitten um Ihr Verständnis. Nummer 2. Guten Tag, Frau Aslan. Hier ist Hans Becker vom Jobcenter. Frau Aslan, wir haben eigentlich am kommenden Freitag um 11 Uhr einen Termin. Leider bin ich aber bis Anfang nächster Woche auf einer Fortbildung. Wir müssen also einen neuen Termin ausmachen. Passt Ihnen nächste Woche Dienstag 9 Uhr? Ich bitte Sie deswegen um einen Rückruf. Melden Sie sich bitte im Sekretariat. Telefon 2171. Durchwahl 676. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Nummer 3. Liebe Kundinnen und Kunden, nutzen Sie unsere Kundenkarte und kaufen Sie ab jetzt ohne Bargeld bei uns ein. Die Kundenkarte ist kostenlos, Ihre Einkäufe werden am Ende des Monats abgerechnet. Das besondere Angebot für unsere neuen Kundenkartenbesitzer: Sie nehmen an unserem Gewinnspiel teil. Gewinnen Sie eine Reise nach Paris. Weitere Informationen bekommen Sie in unserem Servicebereich. Nummer 4. Sehr geehrte Kunden, besuchen Sie unsere Wurst- und Frischfleischabteilung, diese Woche mit Spezialitäten aus Spanien. Außerdem bieten wir Ihnen spanische Erdbeeren und Orangen zum Sonderpreis. Die 250 Gramm Schale Erdbeeren für nur 98 Cent. Das Kilo spanische Orangen für nur 1,29 Euro. Probieren Sie auch unser frisches Gemüse und unsere frischen Gewürze aus dem Mittelmeerraum. Ende von Teil 1. Teil 2. Sie hören 5 Ansagen aus dem Radio. Zu jeder Ansage gibt es eine Aufgabe. Welche Lösung A, B oder C passt am besten? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 5 bis 9 auf dem Antwortbogen.
Nummer 5. Und hier die Wettervorhersage für Deutschland. Morgen ist es im Süden wieder den ganzen Tag über sonnig. Temperaturen zwischen 5 und 10 Grad. Im Nordosten dagegen bewölkt, vereinzelt mit etwas Sprühregen oder Schnee. Dabei gehen die Temperaturen zurück auf 1 bis 4 Grad. Es wird also noch etwas dauern, bis der Frühling kommt. Nummer 6. Liebe Hörerinnen und Hörer, hier unser Programm für die Woche. Sie hören aus der Sendereihe Unser Ratgeber die folgenden Sendungen. Am Montag um 18.15 Uhr die Sendung »So kommen Sie zu Ihrem Recht« mit rechtlichen Fragen und Antworten. Am Mittwoch um 18.15 Uhr die Sendung »Aus der Arbeitswelt«. Jobberater sprechen über Themen aus der Arbeitswelt, auch über richtige Bewerbungen. Am Samstag um 10.40 Uhr die Sendung Welt der Mode mit den aktuellsten Modetipps. Und am Sonntag um 12.15 Uhr den Gartenratgeber mit Ratschlägen für Ihre Gartenarbeit. Schicken Sie uns Ihre Fragen und schalten Sie ein. Nummer 7. Und hier die Verkehrsmeldungen. A1. Dortmund Richtung Köln zwischen Gewelsberg und Kreuz Wuppertal Nord. Die Bauarbeiten sind beendet. Die Straße ist wieder vierspurig befahrbar. Der Stau auf der A3 Köln Richtung Frankfurt zwischen Kreuz Köln Ost und Dreieck Heumer hat sich aufgelöst. Auch hier können Sie wieder normal fahren. Achtung Autofahrer auf der A31 Bottrop Richtung Gronau. Zwischen Heeg und Gronau-Ochtrup kommt Ihnen ein Fahrzeug entgegen. Fahren Sie langsam, äußerst rechts und überholen Sie nicht. Nummer 8. Haben Sie Lust auf einen Wochenendtrip nach Italien? Radio Pop FM macht's möglich. Rufen Sie an und sagen Sie uns, was zurzeit Ihr Lieblingssong ist. Welcher Song soll in die Hitparade? Mit etwas Glück gewinnen Sie ein Wochenende in Rom für 2 Personen im 4-Sterne-Hotel. Daneben gibt's jede Woche 10 Einkaufsgutscheine im Wert von 150 Euro zu gewinnen. Also, anrufen und gewinnen mit Radio Pop FM. Nummer 9. Das waren die Nachrichten. Und hier noch eine Meldung der Polizei. Seit gestern Abend wird Herr Rainer Lohmann vermisst. Herr Lohmann ist 80 Jahre alt und war auf dem Weg von der Hermannstraße zu seiner Wohnung in Frankfurt-Griesheim. Herr Lohmann ist ca. 1,70 Meter groß, trägt einen braunen Wintermantel und eine Brille. Er hat Schwierigkeiten, sich zu orientieren. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. Ende von Teil 2. Teil 3. Sie hören 4 Gespräche. Zu jedem Gespräch gibt es 2 Aufgaben. Entscheiden Sie bei jedem Gespräch,
ob die Aussage dazu richtig oder falsch ist und welche Antwort A, B oder C am besten passt. Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 10 bis 17 auf dem Antwortbogen. Beispiel: Tag, Frau Schneider. Geht es Ihnen besser? Ja, die Kopfschmerzen sind besser geworden, aber mein Rücken tut immer noch weh. Haben Sie schon mit der Krankengymnastik angefangen? Ja, aber ich habe immer noch starke Schmerzen. Dann verschreibe ich Ihnen zur Unterstützung Schmerztabletten. Nehmen Sie zweimal täglich, morgens und abends, eine Tablette, immer nach dem Essen. Wenn es in einer Woche nicht besser ist, kommen Sie noch mal in meine Sprechstunde. Machen Sie auf jeden Fall weiter Ihre Krankengymnastik und versuchen Sie, die Übungen, die Ihnen gut tun, auch zu Hause zu machen. Und was ist mit Radfahren und Schwimmen? Schwimmen ist in Ordnung, am besten Rückenschwimmen. Mit dem Radfahren wäre ich erstmal vorsichtig. Hören Sie auf Ihren Körper. Bewegung ist gut, aber alles, was unangenehm ist, sollten Sie lassen. Nummer 10 und 11. Brotzki, guten Tag. Guten Tag, Frau Brotzki. Hier ist Jan Schmidt, der Klassenlehrer von Marek. Guten Tag, Herr Schmidt. Frau Brotzki, ich möchte Sie über ein neues Angebot unserer Schule informieren. Herr Scholz, der Deutschlehrer von Marek, sagt, dass Ihr Sohn viel besser in Deutsch geworden ist. Aber er hat leider immer noch Probleme in Mathematik. Ja, ich weiß. Wir haben auch schon an Nachhilfe gedacht. Aber das ist teuer. Ja, deswegen rufe ich Sie an. Bei uns in der Schule gibt es seit kurzer Zeit eine Hausaufgabenbetreuung für die Kinder. Täglich nachmittags in der Zeit von 13 bis 14 Uhr. Dieses Angebot kann ich Ihnen für Marek sehr empfehlen. Vielen Dank. Davon wusste ich noch gar nichts. Und dort bekommt er Hilfe in Mathematik? Ja, und in allen anderen Fächern auch, wo es nötig ist. Sie können sich im Sekretariat weiter über die Einzelheiten informieren. Vielen Dank für den Rat, Herr Schmidt. Das ist bestimmt eine gute Möglichkeit für Marek. Gern geschehen. Viel Erfolg und auf Wiederhören. Nummer 12 und 13. Guten Tag. Guten Tag, Herr Kowalski. Ich habe noch Fragen zu meinem Antrag auf Wohngeld. Ich habe schon das meiste ausgefüllt. Können Sie mal schauen, ob alles stimmt und was noch fehlt? Mal sehen, Herr Kowalski. Ja, eine Frage. Nutzen Sie die Wohnung oder einen Teil davon für Ihren Beruf als Arbeitsraum? Also arbeiten Sie auch selbstständig? Benutzen Sie die Wohnung beruflich? Nein, nein. Ich arbeite hier am Flughafen. Ich bin angestellt. Diese Arbeit habe ich vom Jobcenter bekommen. Die Verdienstbescheinigung habe ich auch dabei. Und alle anderen Papiere, auch den Mietvertrag, habe ich ja abgegeben. Gut, alle Papiere sind da. Hier fehlt aber noch Ihre Unterschrift. Wie lange wird es dauern, bis der Antrag bearbeitet ist? Nun, ich denke, in 4 Wochen bekommen Sie Bescheid. Nummer 14 und 15. Guten Tag. Guten Tag, Frau Mavinga. Sie interessieren sich also für die Stelle als Verkäuferin? Ja, ich habe schon in meinem Heimatland in einer Boutique gearbeitet und das hat mir großen Spaß gemacht. Das habe ich in Ihrer Bewerbung gelesen. Ihre Zeugnisse waren ja auch sehr gut.
Frau Mavinga, wir suchen jemanden, der auch jeden Samstag voll arbeiten kann. Das ist für mich kein Problem. Wie sind denn die Arbeitszeiten? Im Moment suchen wir eine Teilzeitkraft, 20 Stunden pro Woche. Am Samstag müssten Sie 8 Stunden arbeiten, die anderen Stunden dann an den restlichen Tagen. Möchten Sie ganze Tage arbeiten oder lieber öfters halbtags? Eigentlich suche ich eine Vollzeitstelle. Also, es ist gut möglich, dass wir die Teilzeitstelle in eine Vollzeitstelle umwandeln werden. Das entscheidet sich im nächsten Quartal. Ja, das hört sich gut an. Gut, wir sagen Ihnen dann Bescheid. Nummer 16 und 17. Guten Tag. Ich habe vor 2 Wochen meine Waschmaschine zur Reparatur gegeben. Ich warte immer noch. Das tut mir leid. 2 Mitarbeiter sind krank, deshalb konnten wir Ihre Waschmaschine noch nicht reparieren. Ich brauche sie aber dringend. Können Sie mir nicht ein Ersatzmodell geben, bis meine Waschmaschine fertig ist? Das ist schwierig. Wenn Sie noch ein paar Tage warten können, wir führen die Reparatur sofort durch. Wir liefern Ihnen Ihre Waschmaschine dann spätestens am Samstagvormittag oder schon früher, wenn es möglich ist. Wären Sie damit einverstanden? Gut, aber dann hätte ich jetzt doch gern einen konkreten Liefertermin. Wir können Ihnen am Donnerstag Bescheid sagen. Wir rufen Sie an und machen mit Ihnen einen Termin für Freitag oder Samstag aus. Ich arbeite immer nachmittags, auch samstags. Kein Problem. Wir können auch morgens ab 7 Uhr vorbeikommen. Gut, bis dann. Auf Wiedersehen. Ende von Teil 3. Teil 4. Sie hören Aussagen zu einem Thema. Welche der Sätze A bis F passt zu den Aussagen 18 bis 20? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 18 bis 20 auf dem Antwortbogen. Lesen Sie jetzt die Sätze A bis F. Dazu haben Sie 1 Minute Zeit. Danach hören Sie die Aussagen. Heute sprechen wir mit einigen Passanten über ihre Meinung zu Ladenöffnungszeiten am Sonntag. Normalerweise haben die Geschäfte in Deutschland sonntags geschlossen. Nur an einigen Sonntagen im Jahr dürfen die Geschäfte geöffnet sein. Was ist Ihre Meinung? Beispiel: Das soll doch jeder selbst entscheiden. Ich finde es gut, dass man inzwischen an Werktagen länger einkaufen kann. Warum dann nicht auch am Sonntag? Vor Weihnachten ist das ja auch erlaubt. Dann dürfen die Geschäfte aufhaben. Warum also nicht an allen Sonntagen? Nummer 18. Natürlich ist es für die Kunden schön, wenn sie einkaufen können, wann sie möchten, auch sonntags. Aber haben Sie auch einmal an die Angestellten gedacht? Ich glaube nicht, dass sie begeistert sein werden, sonntags zu arbeiten. Auch wenn sie einen anderen Tag in der Woche frei bekommen, ist das nicht dasselbe.
Der Sonntag gehört der Familie. Nummer 19. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich muss zwar manchmal sonntags arbeiten, ich bin Kellnerin, und ich und viele meiner Kolleginnen finden das in Ordnung. Der Vorteil eines freien Sonntags ist aber, es ist einfach angenehm, einen Tag in der Woche zu haben, an dem die Welt ruhig ist, man keinen Stress hat und auch nicht durch die Geschäfte gehen muss. In unserer hektischen Welt wird man dadurch gezwungen, einmal abzuschalten, nichts zu tun. Das finde ich unglaublich wichtig. Nummer 20. Heißt es nicht, der Kunde ist König? Also warum nicht die Geschäfte am Sonntag öffnen? Dann kann jeder einkaufen, wann er möchte. Und viele Leute haben nur am Sonntag Zeit einzukaufen. Ich bin sicher, das ist auch für die Wirtschaft von Vorteil. Wenn mehr gekauft wird, gibt es mehr Arbeit. Und viele neue Stellen können geschaffen werden. Man sollte die Sonntagsarbeit allerdings besser bezahlen. Ende von Teil 4.